Hier habe ich diesmal ein Zombie Dead Einhandmesser mit Flaschenöffner. So sieht das gute Stück aus. Ich musste es mir mitnehmen. Es sieht einfach nur episch geil aus. Ich liebe es, wenn diese Skulls. Aua, was soll denn? Wieso hackt mir das denn in die Hand? Böses Messer. Wenn da überall diese Totenköpfe drauf sind, das sieht so derbst geil aus. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das ist wirklich von der Qualität. Ah, das ist auch von der Qualität her mal richtig cool. Das fasst sich auch super an, ehrlich zu sein. Das liebe ich. Oh, das wird sich in meiner Zombie-Sammlung mal sehr geil machen. Das werde ich niemals benutzen. Egal wofür. Damit würde ich nicht mal einen Apfel schneiden, um ehrlich zu sein. Weil das einfach nur so geil ist, oder geschweige denn eine Bierflasche aufmachen. Wie ihr hoffentlich ganz gut sehen könnt, überall Totenköpfe drauf. Hier auch. Gut, die kann man natürlich durch diesen löchrigen Griff nicht so sonderlich gut erkennen. Gürtelclip habt ihr. Bam. Hier Totenköpfe drauf. Überall Totenköpfe drauf. Oh Gott, ich liebe dieses Messer. Ich liebe dieses Messer abgöttisch. Das hat zum jetzigen Zeitpunkt gekostet, ohne Scheiß, grandiose 6,90 Euro plus Versand. Hab gleich mehr bestellt, was heißt mehrere Artikel, verschiedene Messer. Müsst ihr einfach in meine anderen Videos gucken, da seht ihr es dann. Aber wie gesagt, 6,90 Euro und dafür ist, für den Preis ist es wirklich ein richtig cooles Messer. Wenn ich das gewusst hätte, dass die so cool sind, hätte ich mir gleich ein paar mehr davon bestellt. Ich werde euch das Teil auf jeden Fall verlinken. Unten drunter. Wieso sage ich das? Ich sage heute immer M. Lasst mir einfach einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, einen Daumen runter. Und abonniert meinen Kanal. Bis denn dann. Ciao.